Und glauben Sie denn, wenn schon diese zwei Trailer gab, dass es noch genug zu besprechen gibt? Also man kann ja, es gibt ja viele Leute sicher, die alle drei gucken, die langweilen Sie ja, wenn Sie nochmal die gleichen Themen abarbeiten. Das ist ja unsere Aufgabe und ich hoffe auch die Aufgabe der Kollegen bei RTL und ARD ZDF, dass das nicht die gleichen Sendungen werden. Und ich glaube auch, dass die Kandidaten und die Kandidatinnen dafür sorgen werden. Und man wird an den Triellen, ehrlich gesagt, auch die letzten Meter auf die Wahl merken, bin ich ziemlich sicher. Naja, die Fragen entscheiden Sie aber und die Themen. Aber nicht die Antworten. Und Sie glauben, auf gleiche oder ähnliche Fragen kommen dann ganz andere Antworten. Dann herzlich willkommen zur neuen Folge Die Fragen stelle ich. Heute habe ich Daniel Rosemann zu Gast. Er ist Chef von ProSieben und Sat.1, angefangen bei RTL, sind Sie 2008 zur ProSieben Sat.1 Media gekommen und nach unterschiedlichen Positionen zum Senderchef aufgestiegen. Was müssen wir noch über Sie wissen? Ich bin Kölner, ich habe eine Familie, die sozusagen mein Gleichgewicht herstellt aus viel Arbeit und viel Fernsehen, weil es gibt nämlich auch fernsehfreie Momente. Und ich versuche jeden Tag die meiste Zeit des Tages zu lachen. Klappt das immer? Die meiste Zeit des Tages. Das heißt, es gibt auch Stunden, wo das nicht gelingt oder wo ich mich konzentrieren muss. Man sagt mir manchmal nach, dass ich ernst blicke, wenn ich mich konzentriere. Sind Sie da Situationskomiker oder müssen andere immer Witze mitbringen oder wie läuft das? Nee. Also wenn man ein Team leitet, egal ob man jetzt Senderchef ist oder in einer ganz anderen Branche arbeitet, ist ja nicht nur das Fachliche und das Inhaltliche die Aufgabe, sondern eben auch ein Team zu sein und Team zu bilden. Und bei uns ist das sehr ausgeprägt. Ich mag das, wenn wir ein Team voller Energie sind und auch ein Team, wo jeder seine Freiheiten hat und wo wir auch wild diskutieren. Und das ist schon auch meine Aufgabe, für die notwendige Energie und die notwendige gute Stimmung zu sorgen, finde ich. Normalerweise sind in der Serie ja Politikerinnen und Politiker zu Gast. Ja. Heute sind Sie als Senderchef da, weil Sie ehrt mich übrigens. Vielen Dank. Danke, dass Sie mitmachen. Weil Sie mit Ihren Sendern eine Informationsoffensive starten. Welches Ziel genau verfolgen Sie damit? Menschen zu erreichen, junge Menschen zu erreichen, bis 20, bis 30, bis 40-Jährige. Das sind alles junge Menschen? Das sind alles junge Menschen. Die womöglich in der bisherigen Berichterstattung für Politik und Gesellschaft vielleicht nicht so abgeholt wurden. Das hat damit zu tun, dass sie sehr gerne ProSieben gucken zum Beispiel oder sehr gerne Sat.1, aber dass sie eben auch die Art der Sendungen bei uns finden, wie sie vielleicht besser verständlich ist, wie sie vielleicht mit Ritualen aufhört, mit so macht man das. Dann denken wir immer noch einmal drüber nach, ob man das wirklich nur so machen kann oder vielleicht auch anders. Mit das Erste, was ich gelesen habe vor ein paar Monaten, war, dass Sie Journalismus mit Haltung betreiben wollen. Ja. Was genau heißt das? Nicht eine bestimmte politische Haltung, sondern eine Haltung, die gesellschaftlich ist und damit überhaupt eine Haltung zur Haltung. Also, machen Sie mal ein Beispiel. Klingt ein bisschen kompliziert, genau. Ich möchte, dass sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer informiert fühlen und damit und aus der Information kommt das Interesse. Also ich möchte nicht, dass wir unsere großen Reichweiten nur für Unterhaltung nutzen. Das gelingt uns ja sehr gut, aber wir haben zwei Marken, Sat.1 und ProSieben, die sehr geliebt sind von vielen Menschen. Und da ist unsere Aufgabe, auch Informationen zu verbreiten. Und das ist so ein bisschen die Haltung zu haben, dass es dazugehört, im Leben informiert zu sein. Also das heißt, Haltung hat gar nichts mit Ihrer Berichterstattung inhaltlich zu tun? Nein. Wenn Sie fragen, gibt es eine bestimmte politische Haltung? Nein. Aber es gibt eine Haltung zur Haltung, nämlich uns ist nicht alles egal. Wir machen nicht nur einfach Shows und bunte Bilder, sondern wir sind, wir haben mit den beiden großen Sendern wirklich die Chance und die Verantwortung, Themen zu setzen. Das heißt, Sie wollen an die Öffentlich-Rechtlichen rankommen, was das inhaltliche Niveau angeht? Oder wie sieht es da der langfristige Plan heißen, dass da vorher zwei andere Niveaus unterwegs waren. Naja, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja, was Informationssendungen angeht, die einen ganzen Schritt voraus seit Jahren. Machen Sie es mal fest an. Alleine die Anzahl der Shows, die Sie machen oder die Quoten, die Sie erzielen, die sind ja deutlich besser als bei Ihnen. Ich finde, die Anzahl der Sendungen macht noch längst keine Qualität. Naja, aber qualitativ hochwertig sind ja die Sendungen, die bei ARD, ZDF und den Regionalsendern laufen. Ich bin persönlich großer Fan von Marietta Slomka. Das ist ganz klar. Aber warum hat die dann keine eigene Show bei Ihnen? Ich habe sie noch nie gefragt. Ich weiß gar nicht, ob sie wollen würde. Aber sie dürfte jederzeit. Sie hätten Interesse? Natürlich. An einer Talkshow oder wie würde das Format aussehen? Müsste ich mit Frau Slomka mal besprechen.
Hat sie Ihre Nummer? Ich glaube nicht. Sie wollen ja eine junge Gruppe, eine junge Zielgruppe erreichen mit Ihren Formaten. Sie haben das eben schon ein bisschen angedeutet. Was genau ist die junge Zielgruppe? Von wann bis wann? Naja, wenn man sich, Sie haben sich ja auch schon mit Generationen beschäftigt und speziell mit jungen Generationen. Wenn man sich so die Altersstruktur in diesem Land anguckt, dann wird einem ja schnell klar, welches Gewicht auch Menschen über 50 oder über 60 haben. Das mag vielleicht auch ein großes oder größeres Gewicht sein, aber, also, und das ist vielleicht ein bisschen träumerisch, aber Sie, ich, wir sind ja Teil der Zukunft. Ja. Also wir sind ja die Menschen, die auch irgendwann mal 50, 60 sind. Und wir können ja nicht erst dann anfangen, uns womöglich mit ARD, ZDF-Sendungen zu beschäftigen und uns zu informieren. Und deswegen kann man das, finde ich, auch ruhig anfangen, wenn man 20 ist oder 17. Also 17 bis? Es ist mehr ein Lebensgefühl als ein biologisches Alter. Wir machen bei ProSieben machen wir Programm für das Lebensgefühl zwischen 20 und 45 zum Beispiel. Ja. Und bei Sat.1 ist es ein deutliches Stück älter. Aber es ist in jedem Fall in einem Bereich von, sagen wir mal, junger Erwachsener sein bis gesettelt im Leben. Also sprich, ich hab mich für einen Job entschieden irgendwann und mache den auch schon ein paar Jahre, habe eine Ausbildung hinter mir und habe auch ein Interesse oder habe ein, ja, ich blicke auf das ganze Land und auch auf die Politik und darauf und kann mich vielleicht sogar mit Freundinnen und Freunden unterhalten, was mir wichtig ist in diesem Land. Sie wollen trotzdem übers klassische Fernsehen das machen, auch die ganz jungen Zielgruppen erreichen? Auch. Auch? Also es ist ja, ich finde ja, das ist jetzt ein neuer Themenbereich, aber ich finde ja, dass, also ich spreche jungen Menschen unter 40 nicht ab, Fernsehen zu gucken, lineares. Aber unser Programm oder unser Angebot ist ja deutlich größer. Also das sind zwischen 50 und 60 Millionen Views, zum Beispiel auf unseren digitalen Galileo-Kanälen. Digitale Galileo-Kanäle. Da sollen die Sendungen auch ganz laufen dann auf YouTube in voller Länge? Wir haben auf... Und auf Instagram? Man muss ja die Plattform verstehen. Also wir haben mit Join haben wir eine, wenn Sie wollen, ein Mediathekenangebot, wo ich ganze Sendungen finde rund um die Uhr. Ich kann aber auch live streamen, egal wo ich bin. Ich sitze im Bus oder ich bin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause im Auto und kann da irgendwie zuhören. Und bei YouTube setzen wir auch liebend gerne ein, allerdings nicht mit 80 Minuten langen Sendungen. Ich glaube, das entspricht auch dem Verhalten von YouTube-Usern, dass man da nicht 90 Minuten, 80 Minuten macht, sondern wir kreieren aus unseren, sozusagen aus dem großen, langen Produkt, was bei Join und linear läuft, auch gerne sogenannte Shortforms. Das heißt, und zwar über alle Genres hinweg, egal ob Information oder Unterhaltung, sozusagen, genau die Pieces, die Snacks, die man jeweils für die Plattform richtig gebrauchen kann. Auch für Facebook und Instagram. Und wir haben sogar die Bundesliga bei TikTok gesehen. Und wenn man nur ein Zehntel der Show dann auf Instagram oder YouTube sieht, ist man genug informiert, dass sie ihren Anspruch da erfüllt haben? Wir bieten sogar 10 Zehntel an. Aber wir sagen nicht, dass die 10 Zehntel am Stück laufen. Also, wenn Sie mögen, können Sie auch die ganze Sendung in mehreren Teilen gucken. Auf YouTube? Auch. Unterschiedlich von Format zu Format. Also ein sehr starkes YouTube-Format ist Late Night Berlin zum Beispiel. Da finden Sie im Endeffekt die ganze Sendung Late Night Berlin. Das ist aber keine Information mehr. Das möchte ich aber, dass Sie das Herrn Häufer-Umlauf mal erklären. Dass das frei von Information ist. Ich habe nicht gesagt frei von Information, aber ich würde es jetzt nicht als Informationssendung beschreiben. Nein, das stimmt. Aber Sie werden sehen, alles, was wir rund um Public-Value-Formate machen, findet man auch auf digitalen Plattformen. Wenn man junge Menschen erreichen will, geht das vielleicht auch mit einer anderen Sprache. Sie haben unbedingt da einen besonderen Weg gewählt. Sind Sie der Überzeugung, dass man mit Sprüchen wie, ich zitiere einmal, da braucht man die Eier oder in Ihrem Fall Eierstöcke, Zitat Ende, erreicht man mit solchen Sprüchen junge Menschen dann in einer Politiksendung? Nicht jeder junge Mensch fühlt sich da gleich angesprochen, glaube ich. Aber wichtig ist, dass man eben bestimmte Grenzen schon auch auflockert. Also was darf man sagen und was nicht? Wer legt denn das fest? Ist deine Grenze überschritten vielleicht? Wer legt denn die Grenze fest? Das muss jeder für sich selbst empfinden. Das sehe ich ganz genauso. Ich würde sagen, umso älter, umso eher findet man das ein bisschen unpassend. Und wenn ich mich so in meiner Altersgruppe umgehört habe, fanden es auch viele unpassend. So. Das kann sein. Ja. Wie gesagt, nicht jeder junge Mensch tickt da, glaube ich, gleich. Aber wir haben so viel Feedback auch bekommen auf die entsprechende Situation, die Sie ansprechen, dass das gut getan hat, dass mal jemand so etwas sagt, vor einer Kanzlerkandidatin sitzend.
Arsch auf Grundeis war ein anderer Ausdruck. Das ist vielleicht noch was, was so da reinpasst, aber das andere wirkt auch ein bisschen so. Das ist eine sehr geschmackliche Diskussion. Und im Endeffekt, wenn Sie jetzt Louis Klamroth sich ansehen oder auch Thilo Mischke oder auch die Art, wie wir Texten auf Matzen oder wie wir Anmoderationen machen, natürlich wählen wir eine Sprache oft, die anders sein soll, die auch nicht verklausulieren soll. Weil im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin jetzt auch keine 22 mehr, aber ich wünsche mir auch oft Klartext und ich wünsche mir auch oft eine einfache Sprache. Auch, das geht auch im Marketing bei uns. Wir lieben die einfache und direkte Sprache. Ja. Aber Frau Baerbock hat nicht wirklich anders, finde ich, geantwortet darauf. Also sie hat keinen Ausdruck verwendet oder sich nicht anders, also so doll anders ausgedrückt, trotz dieser Frage. Muss sie auch nicht. Ja. Aber deswegen ist es kein Grund, dass wir auch anders agieren. Wir können ja mal das Ganze anders machen. Macht das Alter der Moderatorinnen und Moderatoren auch was aus, um junge Menschen zu erreichen? Oder würden Sie sagen, das ist total unabhängig? Ich finde Sie das beste Beispiel. Na, ich habe die Sendung nicht moderiert. Nein, aber Sie machen solche Interviews und haben damit Erfolg. Und ich finde, weil Sie sind, hat das Erfolg. Ich weiß nicht, ob jemand, der 20 Jahre älter ist als Sie, diese gleichen Interviews machen würde. Und natürlich haben alle unsere Gesichter, alle unsere Botschafter, alle unsere Reporter haben bewusst, schließen wir dann niemanden sozusagen unter 40 oder so aus. Im Gegenteil, es ist ja auch ein bisschen in der gesamten Medienlandschaft das, wofür die Leute uns schätzen. Und im Endeffekt funktioniert das Ganze einfach auch über Projektion. Also wenn ich jemanden sehe, der 30 Jahre älter ist als ich oder 40 sogar, dem bin ich vielleicht gar nicht so nahe wie jemand, der sichtlich Mitte 30 ist. Gibt es denn auch oder sind Social-Media-Formate geplant, die wirklich nur da laufen und ein wirklich noch jüngeres Publikum mit jüngeren Gesichtern zur Informationsstrategie anführen, produzieren und veröffentlicht werden da? Also wenn wir mit unseren Kollegen von Studio 71 haben wir ein sehr, sehr großes und sehr, sehr gut laufendes YouTube-Geschäft sozusagen, ein Inhaltsgeschäft. Da gibt es ganz viele Dinge, endlos Dinge, die auf keinen Fernsehsender jemals gelaufen sind von uns. Und trotzdem stecken wir dahinter. Also im Sinne von, ich glaube, was man verstehen muss, also Fernsehschaffende, und damit meine ich nicht nur ProSieben und Sat.1, sondern ehrlich gesagt inklusive der Öffentlich-Rechtlichen, alle Kolleginnen und Kollegen, wir verstehen Inhalte nicht mehr nur als Fernsehsendung. Also wenn man eine Sendung macht, dann, wir haben auch unsere Redaktion, es gibt keine TV-Redaktion und Digitalredaktion, sondern es ist ein Team. Und dann gibt es ein Team, und wenn dieses Produkt fertig ist, dann gibt es ein Team, was darüber nachdenkt, okay, wo könnte es, wann, in welcher Form, in welcher Länge laufen? Wir nennen das Windowing. Die Öffentlich-Rechtlichen haben ja aber mit Funk zum Beispiel ein Netzwerk, was es wirklich schafft, auch Informationssendungen und relativ viele auch, und damit Klickzahlen abzurufen und auch diese Zuschauerbindung zu schaffen, was andere mit Gaming- und Entertainment-Formaten schaffen. Da fällt mir bei Ihnen nicht so viel ein. Wir haben eine Galileo-Digital-Redaktion, die sehr, sehr erfolgreich ist und die sich überhaupt nicht hinter den Zahlen von Funk verstecken muss. Ah, das ist ja kein Online-Original oder Online-Only. Doch, da gibt es ganz viele Online-Only-Contents. Und das ist das Einzige oder soll das noch ausgeweitet werden? Naja, die Frage ist, also, wenn ich jetzt sagen würde, liebe Funkkollegen, es kann doch nicht alles sein, wäre das auch unfair. Weil klar. Also es gibt ja keine Ziellinie. Sie haben auch nicht das Budget wahrscheinlich, um so einen großen... Ach ja, aber das ist die Diskussion um den Rundfunkbeitrag oder über die Finanzierung. Die, finde ich, hat bedingt nur was damit zu tun, was man machen will. Wir können auch aus unserer wirtschaftlichen Situation heraus ein digitales Galileo-Team betreiben mit einer App, die sehr, sehr gut läuft und wie gesagt zwischen 50 und 60 Millionen Views pro Monat. Da wäre es, finde ich, falsch zu sagen, wir können gar nichts machen, weil wir das Geld dazu nicht haben. Aber es gibt Unterschiede. Hört sich so an, als ob Sie Befürworter des Rundfunkbeitrags sind? Ich bin Befürworter des öffentlichen Rundfunks. Das kann man immer wieder sehr regelmäßig sehen, warum das wichtig ist. Und auch der Blick in andere Teile der Erde, in andere Länder, die gar nicht so weit weg sind, zeigt, was wir da für eine gute Qualität oft sehen. Aber ich stehe natürlich auch hinter, vor allen Dingen hinter dem, was ProSieben und Sat.1 machen. Und das ist auch Wettbewerb mit den Öffentlich-Rechtlichen, ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, läuft hier zwischen diesen Wahlshows auch keine Werbung zwischendurch? Refinanziert sich das überhaupt? Wollen Sie es mir beantworten? Naja, also ich zum Beispiel finde es gut und freue mich, dass auch andere Sender. Nein, aber finanziert sich das dann?
Eher nicht. Also als wenn sie, na, es könnte ja sein, dass sie langfristig sagen, sie verfolgen ein Ziel damit, eine andere Zielgruppe zu holen, die werberelevanter also, wird oder ähnliches. Wir leben von Werbung. Das heißt, ja. Überall, wo keine Werbung zu sehen ist, verdient man auch nichts. Wir haben keine anderen Zuläufe, keine anderen Gebühren, die uns zulaufen. Aber wir finden das inhaltlich richtig. Wir finden es inhaltlich richtig, politische Sendungen oder auch ganze Reportagen, wie wir es mit Thilos Reportage gemacht haben, nicht zu unterbrechen. Das hat aber vor allen Dingen, finde ich, was, also für uns ist das Handwerk dabei wichtig. Wir wollen aus einer Geschichte, wie Thilo sie oft erzählt, oder auch aus einem Bundestagswahltriell, da wollen wir nicht raus. Da wollen wir dramaturgisch keine Pause setzen, sondern wollen das werbefrei machen. Es wird aber die Ausnahme bleiben, logischerweise. Das heißt, Sie versprechen sich nicht davon, eine neue Zielgruppe vielleicht zu erreichen, für die dann Werbeeinnahmen generiert werden können irgendwann. Wie meinen Sie? Es könnte ja sein, dass andere Leute, die sonst kein ProSieben gucken, zu Ihnen kommen. Und wegen der Werbefreiheit? Nein, nicht wegen der Werbefreiheit. Andere Leute, also es gucken ja nicht alle Deutschen regelmäßig ProSieben, dass sie vielleicht weitere dazu gewinnen. Allen Alters? Also allen Alters. Allen Alters. Es gibt jede Zielgruppe in der Woche eines ProSieben-Programms gibt es alle Altersgruppen. Am Ende ist der Inhalt das Angebot, was man machen muss. Und wir werden auch weiterhin als werbefinanziertes TV-Medium werden wir natürlich Werbung machen müssen. Aber diese Ausnahmen gibt es einfach, wenn sie inhaltlich Sinn machen. Ja. Haben die Informationssendungen und diese Offensive dann überhaupt eine Chance, wirklich nach der Bundestagswahl auch langfristig, in der Primetime vielleicht sogar zu laufen? Wir machen schon viel länger Informationssendungen als rund um die Bundestagswahl. Und das, um ehrlich zu sein, wir sind damit noch nie auf die Nase gefallen, was Reichweiten und Marktanteile angeht. Also Sie haben ja jetzt ja deutlich mehr aufgefahren. Absolut, es ist auch eine Bundestagswahl. Also eine Bundestagswahl und vieles auch zur Primetime. Ja. Die Frage ist, wie viele Tage räumen Sie Informationssendungen in der Primetime nach der Wahl ein? Genauso viel wie vorher. Also denken Sie an Green 7, Primetime, denken Sie an die Reportagen von Thilo Mischke, die vielleicht auf anderen Sendern um 10 oder 11 abends gelaufen wären. Das war schon immer Primetime und es wird immer Primetime sein. Das ist eine Frage des Inhaltlich und auch da einer Haltung zum Inhalt. Haben die Informationssendungen dann irgendeinen Quotendruck? Sagen Sie, wenn das nicht läuft, ist es irgendwann weg. Die Sendung von Linda Zervakis zum Beispiel ist ja langfristig angelegt. Alles, was wir machen, muss erfolgreich sein. Aber das werden Sie zum Beispiel bei der ARD und ZDF auch so finden als Antwort. Und Information hat da vielleicht hier und da den Zusatz, dass es auch eine zwingende Notwendigkeit gibt. Also ein Triell gibt es jetzt bei der Bundestagswahl. Und deswegen stellt sich die Frage nicht, ob das sozusagen in eine nächste Staffel geht wegen Erfolg. Das wird in eine nächste Staffel gehen bei der nächsten Bundestagswahl. Aber alles, was wir machen, soll viele Leute erreichen. Und der Marktanteil oder die Reichweite ist ja nur Ausdruck dessen. Aber alle, die bei ProSieben und Sat.1 morgens zur Arbeit kommen, wollen maximal viele Menschen erreichen. Und ehrlich gesagt, das ist auch an Morgenden nach der Pflegedoku mit Joko und Klaas, an Morgenden nach Rechtsdeutsch-Radikal. Das sind alle so stolz und das klingt total romantisch, aber es sind wirklich alle hier im Unternehmen so stolz, Teil des Unternehmens zu sein. Und dann hat man ehrlich gesagt alles erreicht. Sie wurden vor ein paar Monaten missverstanden, als Sie davon sprachen, der AfD keine Plattform zu bieten. Damit waren die Trielle, nicht die Trielle, die Kanzlerkandidateninterviews gemeint. Jetzt in den Sendungen bekommen die AfD so viel Aufmerksamkeit und Plattform wie FDP und Linke? Klar. Das stand für Sie auch nie zur Debatte? Nee. Wie gesagt, es ging um die Kanzlerkandidatin-Interviews. Es gibt drei, nach meiner Information. Deswegen haben wir drei gemacht. Aber natürlich, wir arbeiten hier nach journalistischen Maßgaben und der Code of Conduct. Also insofern, wir schließen nichts aus. Wir stellen dar, was es gibt. Und natürlich, nicht nur, weil ich das persönlich so finde, sondern auch, weil unsere Journalistenkollegen im Haus das so finden, wir sprechen immer über wählbare demokratische Parteien oder Parteien, die zur Wahl zugelassen sind. Solange das so ist, sind sie auch Teil der Berichterstattung. Und hätte die AfD Alice Weidel als Kanzlerkandidatin aufgestellt, hätte sie auch das Primetime-Interview bekommen? Natürlich. Vielleicht ein Tipp für die nächste Wahl um Primetime-Sendezeit. Ich möchte den Kollegen von den Parteien da nicht reinreden. Ja. Dann kommen wir zur Zwischenkategorie Nummer 1. Das sind die Entweder-Oder-Fragen. Ja. Direkte Fragen, das heißt, ich frage Sie was und Sie antworten möglichst kurz oder mit ja und nein. Genau. Ja. ProSieben oder Sat.1? Fiese Frage.
ich beschäftige mich, ich muss darauf mehr als Ja oder Nein sagen. Ich beschäftige mich zurzeit ein bisschen mehr mit Sat.1 als mit ProSieben, weil ich erst seit wenigen Wochen mich mit Sat.1 beschäftige. Zeitmäßig habe ich in meinem Leben viel mehr für ProSieben gearbeitet als für Sat.1. Da habe ich jetzt keine Entscheidung gehört. Es wird auch keine geben, weil meine Aufgabe ist, ProSieben und Sat.1 zu leiten. Hält die Informationsoffensive auch über die Wahl hinaus in dem Maß an? Ja. Wie viele Tage räumen Sie politischer Berichterstattung in der Primetime pro Woche ein? Wann immer das notwendig ist. Es gibt keine Mindest- oder Maximalanzahl. Das heißt, wir sehen vielleicht auch mal eine Woche mit 5 Primetime-Sendungen Informationen. Wenn die Inhalte so gut sind, würden wir das machen. ARD oder ZDF? ZDF. Öffentlich-rechtlich oder RTL? Auch eine gute, nicht berechtigte Frage. Sie waren bei RTL, haben eben gesagt, Sie finden die Öffentlich-Rechtlichen ganz gut. Emotional habe ich tatsächlich einfach eine Verbindung zu Köln und zu RTL. Also Sie entscheiden sich für RTL. Mir ist es auf jeden Fall nie egal, was die Kollegen in Köln machen. Okay. Luis Klamroth irgendwann regelmäßig in Konkurrenz zu Anne Will am Sonntagabend? Nein. Warum? Weil Sonntagabend der falsche Abend ist. An welchem Abend wäre denn ein guter Abend für Luis Klamroth und eine Talkshow? Montag, Dienstag. Wenn Zervakis nicht so gut läuft, dann Montag? Nee, danach. Okay. Wie lange hält die Informationsoffensive an? Das hatten wir bereits. Und auch die Frage, war mir sicher, Sie antworten nochmal. Ich frage nochmal, ProSieben oder Sat.1? Habe ich noch nie darüber nachgedacht, über diese Frage. Gab nie irgendwie einen Moment. Nein, es gibt keine Not, sich zu entscheiden. Ich finde Sat.1 sehr, sehr spannend und ProSieben beschäftigt mich schon sehr lange. Insofern Liebe zu beiden Marken. Wir haben soeben von dem Triell bei Ihnen auf dem Sender erfahren, am 19. September hier live auf ProSieben. Ja. Was machen Sie? Sat.1 und Kabel 1. Sat.1 und Kabel 1. Und digital. Und digital. Also man kann es gar nicht übersehen, wenn man irgendwas mit ProSieben zu tun hat. Was machen Sie denn anders als RTL und die Öffentlich-Rechtlichen vorher im Triell? Ich glaube, uns hilft tatsächlich der Zeitpunkt. Ich glaube, das Triell, was wir machen, hat die Chance, so relevant für die größte Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zu sein, wie es nur sein kann, einer politischen Sendung, weil sich dann einfach alles zuspitzt, weil wir nur noch 6 Tage bis zur letzten Möglichkeit der Wahl haben und weil dann auch vor allen Dingen, und das finde ich spannend für unser Triell, so viel Wahlkampf, so viele Geschichten, so viele Bücher mit mutmaßlichen Fälschungen oder nicht, so viele Auftritte, so viele, ehrlich gesagt, auch sozusagen wichtige Themen, die in diesen Wahlkampf reingekommen sind, über Klimaberichte, Afghanistan und so weiter. Das liegt alles hinter den Teams und hinter den Spitzenkandidatinnen. Und das finde ich spannend zu hören. Also, wie blicken Sie zurück? Und ehrlich gesagt, werden wir auch ganz viel damit arbeiten, wo stehen wir denn heute Abend am 19.09.? Es entwickeln sich irgendwie im 4-5-Tage-Rhythmus massiv die Umfrageergebnisse. Und niemand kann sagen, wie es am 19.09. sein wird, aber das wird in jedem Fall spannend sein, habe ich das Gefühl. Sie wollen sagen, Sie haben das Relevanteste der Trielle am 19. wahrscheinlich. Ich frage mich nur, die Briefwahl war ein Thema in anderen Ländern auch und die wird ja massiv. Das steigern die Anzahl der Briefwähler und auch vorher. Also es werden ja deutlich mehr Leute schon ihre Stimme abgegeben haben. Für die ist das ja vielleicht spannend, aber nicht mehr relevant für die Wahl dann. Aber das würde ich sagen, ist für fast jede politische Sendung ab Ende August. Ja, RTL macht es am 29. zum Beispiel, 29. August. Genau. Da werden viele noch nicht den Brief abgeschickt haben. Das weiß ich jetzt nicht, wann die meisten ihre Briefwahl abgeben. Wir werden aber auf jeden Fall in einer vielleicht spannendsten Phase sein. Und klar, Briefwähler erreicht man dann nicht mehr, aber ich glaube, das ist nicht das Problem in Deutschland gerade, sondern das Problem ist, dass einfach viel zu viele nicht entschieden sind. Und Sie wollen eine jüngere Zielgruppe damit ansprechen? Hat RTL die nicht auch? Weiß ich nicht. Das wird man noch sehen, wie viele junge Menschen das RTL-Triell sehen. Natürlich ist RTL fähig, junge Menschen anzusprechen. Aber ich glaube, mindestens mal ProSieben in einer Art, wie es keiner im Markt kann. Und glauben Sie denn, wenn es schon diese 2 Triele gab, dass es noch genug zu besprechen gibt? Also es gibt ja viele Leute sicher, die alle 3 gucken. Die langweilen Sie ja, wenn Sie nochmal die gleichen Themen haben. Das ist ja unsere Aufgabe. Und ich hoffe auch die Aufgabe der Kollegen bei RTL und ARD, ZDF, dass das nicht die gleichen Sendungen werden. Und ich glaube auch, dass die Kandidaten und die Kandidatinnen dafür sorgen werden. Und man wird an den Triellen, ehrlich gesagt, auch die letzten Meter auf die Wahl merken, bin ich ziemlich sicher. Naja, die Fragen entscheiden Sie aber und die Themen. Aber nicht die Antworten.
Und Sie glauben, auf gleiche oder ähnliche Fragen kommen dann ganz andere Antworten? Ich glaube, zum Teil ja. Und zum anderen, wie gesagt, es ist unser aller Aufgabe, die Fragen so zu stellen, dass sie sich nicht wiederholen. Und was machen Sie da besser als RTL zum Beispiel, um das in Anspruch zu nehmen? Dazu muss ich erst das RTL-Trial sehen, ob das besser ist. Sie gucken sich da vielleicht das ein oder andere ab oder Sie schauen natürlich mal, was die schlecht machen? Also auch der Privatmensch wird sich die Trielle ansehen, weil ich einfach politisch interessiert bin. Und glauben Sie, RTL hat eine gute Chance, auf dem Niveau der Öffentlich-Rechtlichen das zu machen? Das ist zu viel Glaskugel, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Anspruch ist in jedem Fall da. Und ärgern Sie sich, dass RTL so ein bisschen parallel zu Ihnen auch so eine Informationsoffensive mitgestartet hat? Also wenn das nicht so wäre, würde man sich ja wundern. Ich glaube, vieles von dem, was ich eben über unsere Ziele oder unsere Motivation gesagt habe, wird den RTL-Kolleginnen und Kollegen genauso gehen. Fakt ist, wir haben als Privatsender sehr, sehr große Reichweiten und sehr, sehr viel in der Hand und können das nutzen. Und das Bewusstsein ist da, das auch zu tun. Und gleichzeitig ist ja das Drumherum, also der Zeitgeist und das, was so passiert in der Welt, ja deutlich komplexer noch geworden und auch sozusagen mindestens mal gefühlt engmaschiger, dass es große Themen gibt. Und deswegen glaube ich, dahinter zu kommen, dass man dann in Informationen noch mal zulegt, obwohl wir ja alle miteinander das auch schon lange tun, das ist nicht verwunderlich und das ärgert mich an denen überhaupt nicht. Sie konkurrieren da ja ein bisschen schon um die Neuzugänge, die es bei Ihnen gab. Hätten Sie eigentlich Herrn Hofer auch unter Vertrag genommen, der ja nachweislich ganz gut bei jungen Menschen auch auf TikTok und Co. ankommt? Ich hätte mich ja bemühen können, wenn ich wollte. Das heißt, Sie hatten kein Interesse? Und RTL hat keine gute Wahl da getroffen oder passt er da zu RTL oder das wollen das Sie nicht bewerten? Nee, das will ich nicht bewerten, weil ich weiß überhaupt nicht, was RTL und Jan Hofer zusammen vorhaben noch. Dann gibt es hier noch das Format Kanzte Kanzleramt, ja. Angelehnt an internationale Sendungen, ja. Beispielsweise mit Macron. Die Kinder sind zwischen 8 und 13 Jahre alt, lesen wahrscheinlich nicht täglich Zeitung, gucken irgendwelche Sendungen. Haben die Kinder sich die Fragen dann total selbst überlegt oder gab es Themen, die vorgegeben wurden oder haben Sie Fragen vorgegeben? Wie sah das aus? Also wir haben nicht den Kindern vorgegeben, was man fragt oder was man auch nicht sagen darf. Die Kinder sind ja mit Hilfe von Schulverbänden und Lehrerinnenverbänden und Schulen ausgesucht worden. Da haben wir kein Casting oder so gemacht, wer uns da gefällt und wer nicht. Und da gibt es ganz viel Interesse gab es von Schulen und von Elternverbänden. Und die haben sich natürlich miteinander vorbereitet, logisch. Also man merkt das auch, da sind Kinder dabei, die quasi blank in das Gespräch gehen, was total wohltuend ist und was ganz menschlich ist. Und es gab auch Kinder, wo man gemerkt hat, da gab es wahrscheinlich zu Hause oder regelmäßig gibt es da auch das Thema Politik. Aber wenn ich den 8-Jährigen zu Hause sehe zum Beispiel, selbst wenn es da Politik regelmäßig am Abendbrottisch gibt, wahrscheinlich auch nicht ewig, das langweilt die Kinder wahrscheinlich irgendwann, der hat sich die Fragen doch nicht komplett selbst überlegt, oder? Wann haben Sie angefangen, über Politik nachzudenken? Vielleicht nicht mit 8. 10, 11. Also ich war überrascht, dass es 8-Jährige waren. Und ich rede nicht über die 13-Jährigen. Ich fand es einfach. Nee, aber ich finde 10 und 11. Also ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die da auch sich darüber wundern, dass ein 10-Jähriger über Politik nachdenkt. Ich fand interessant. Aber ich würde ihn ja deshalb nicht absprechen, dass es nicht okay ist. Nee, ich habe nur gehört, es ging zum Beispiel über die schlechte Berichterstattung über Annalena Baerbock. Mhm. Und das ist ja was, da muss man schon ein bisschen tiefer im Thema drin sein. Also nicht das Erste, was ich, wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich irgendeine Sendung gucke, ist ja nicht die schlechte Berichterstattung. Also man muss. Also naja, das aber, ist für mich schon tiefer im Thema drin. Ja, aber also als Familienpapa kann ich Ihnen sagen, an so einem Abendbrottisch, da wird alles besprochen. Haben Sie das dann mitgebracht, oder? Nee, meine Kinder sind da auch nicht involviert, aber ich weiß, dass es bei Familien auch Gespräche über Politik gibt und auch mit sozusagen jungen Kindern. Wenn Mama und Papa sich darüber unterhalten, dass immer die schlechte Presse über Frau Baerbock oder zu Recht die schlechte Presse, wie auch immer, das kriegen Kinder ja mit. Und wenn sie 8 oder 10 oder 11 oder 12 sind, erst recht. Und dann ist da auch nichts, was man denen erklären muss. Und war da irgendein Journalist oder eine Journalistin mit dabei, falls die Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten mal nicht auf die Frage direkt geantwortet haben, um das noch mal reinzuholen? Oder war das Frage, Antwort und nächste Frage? Der Reiz an dem Format ist, dass man in gewisser Weise auch unkontrolliert diese Personengruppen aufeinander zulässt. Das macht den Reiz aus, wenn wir da sozusagen Nummer sicher auf beiden Seiten, also Nummer sicher auf die Kinder fragen auf jeden Fall das und das und das und das nicht. Und gleichzeitig hätten wir den dreien
gesagt, was gefragt wird, dann lebt das Format nicht. Das Format lebt total davon, dass man auch Momente hat, wo man sagt, oh, da hätte ich jetzt nie mit gerechnet, dass das ein Kind so offen sagt. Ja. Ich habe gehört, einer der Kandidatinnen singt am Ende auch. Verraten Sie schon, wer das ist? Nee, dazu müssen Sie wirklich die Sendung gucken. Aber es ist einer der Kandidaten, habe ich gehört. Ja. Also Laschet oder Scholz? Oder? Wie gesagt, schauen Sie mal rein. Sind denn alle schon aufgezeichnet? Nein, also in letzten Zügen jetzt. Okay. Dann haben Sie ja die ProSieben-Bundestagswahlshow mit Luis Klamroth. Da sind nur Annalena Baerbock und Olaf Scholz dabei. Ja. Wenn Sie jetzt das Triell haben, warum machen Sie diese unvollständige Show da noch dazu? Weil es komplett unterschiedliche Konzepte sind. Also man würde ja auch nicht die Fußball-WM ausfallen lassen, weil es die Bundesliga schon gibt. Das ist aber ein bisschen was anderes, finde ich auch. Also es sind unterschiedliche Konzepte und trotzdem geht es um Fußball. Aber bei dem einen spielt vielleicht das stärkste Team gar nicht mit. Also es ist ja vielleicht nicht das... Spielen bei der Fußball-WM immer die Stärksten? Nein, wenn wir beim Fußball sind, Armin Laschet ist bei der ProSieben-Bundestagswahl schon nicht dabei und gehört auf jeden Fall zu den Top-Teams, um es in der Bundesliga und beim Fußball zu bleiben. Ich kann mich an ein Turnier erinnern, wo Holland auch nicht dabei war. Naja, aber es ist dann doch kein vollständiges Turnier. Also es waren ja andere Spitzenteams. Finden Sie, dass wenn Holland nicht dabei ist, dass es kein vollständiges Turnier ist? Doch, dafür waren ja andere Spitzenteams dabei. Okay, so, und bei uns ist es genauso. Wir haben Spitzenteams dabei und Armin Laschet bei der Bundestagswahl schon nicht. Aber es gibt ja keine Chronistenpflicht. Also wir haben auch ein Sommerinterview geführt mit Robert Habeck. Das ist jetzt trotzdem kein sinnloses Sommerinterview. Nee, natürlich nicht. Aber genau. Armin Laschet hat auf jeden Fall gesagt, er kommt nicht mehr in die ProSieben-Bundestagswahlshow. Unser Anspruch war, Bundestagswahlshow live zu machen. Und ich habe das schon mal gesagt, das ist, Sie müssen sich so vorstellen, ein bisschen kann ich da aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt, alleine schon, weil es drei Kandidaten sind und nicht nur zwei, gibt es eine wirkliche Vielzahl an Anfragen und Ideen bei allen Fernsehsendern, bei YouTube-Kanalbetreibern, bei Zeitschriften, bei Zeitungen. Und alle wollen ehrlich gesagt immer die drei. Und ich kann tatsächlich an einer Stelle auch das Feedback verstehen, dass die Parteien sagen, naja, ab und zu müssen wir auch noch die Menschen irgendwie treffen. Ja. Wir reisen durch das Land, sie stehen auf Marktplätzen und machen auch Dinge, die fernab von TV sind. Und in diesem Fall hat es nicht gepasst. Wir haben ja sozusagen unsererseits auch durch Ausstrahlungsdaten auch sozusagen geben wir ein Korsett da rein. Das hat in diesem Fall nicht gepasst, aber am Ende ist es wichtig, Armin Laschet hat ein Sommerinterview gegeben bei uns, Armin Laschet kommt zu Kanzleramt, Armin Laschet macht das Triell mit und Armin Laschet würde jederzeit auch andere Dinge noch mit uns machen, insofern. Sie finden die Sendung also nicht unvollständig? Nein. Und wenn Armin Laschet jetzt Kanzler wird, haben Sie die Shows gemacht ohne den, der es am Ende geworden ist? Ja, aber dann können wir ja nicht sagen, dass die Show nichts war im Nachgang. Und danach gibt es dann die Bundestags-ProSieben-Show-Wahl. Danach jetzt, noch mal irgendwie ein paar Monate? Schauen Sie, es gibt ja viele Talkshows im deutschen Fernsehen. Und da gibt es ja auch Runden, wo man das Gefühl hat, ah, da fehlt jetzt theoretisch einer um Chronistenpflicht. Alle sind klar, da. Natürlich. Ja, deswegen ist die Anne-Will-Ausgabe nicht wertlos. Ist aber ein bisschen was anderes, finde ich noch. Ich finde nicht. Ich finde, diese Messlatte anzulegen und dann rückzuschließen auf... ist deswegen dann das ganze Format und das, was da viele hundert Leute tun an dem Tag, wo Frau Baerbock und Herr Scholz kommt, ob das dann noch genauso wertig ist, das finde ich falsch. Und kam es in Frage, vielleicht seinen Teampartner Jens Spahn einzuladen für so eine Show? Oder ist der Kandidat selbst? Nee, Bundestagswahlshow funktioniert über die Spitzenkandidaten. Okay, dann vielen Dank für das Interview. Danke auch.